Hey Leute, ich bin's wieder, eure Bunny. Ja, ihr seht mich jetzt hier sitzen in einem richtig, richtig coolen Borussia Mönchengladbach-Outfit. Ich fühle mich richtig wohl und genau so würde ich zum Spiel gehen, wenn ich denn jetzt zum Spiel gehen würde und Borussia Mönchengladbach so richtig, richtig anfeuern. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut's euch doch einfach genau jetzt an. Viel Spaß! Wir fangen an mit unserem weißen Lidschatten, den wir erstmal aufs Lid und direkt unter die Augenbrauen auftragen werden. So, also ihr macht euch, wie gesagt, das ganze Lid schön weiß. Schön unter die Augenbrauen, alles schön komplett, damit das Auge schön strahlt. Fisch dann immer gerne einmal so ein bisschen mit dem Finger nach, um das so zu verblenden. Dem verteile ich das dann noch mal so ein bisschen, damit es nicht so punktuell aussieht. Ja, jetzt habe ich es auf meinem Auge weiß gemacht und jetzt mache ich es dunkel. Nehme mir so einen Lidschattenpinsel und mache mein komplettes Lid dunkel. So, mit dem habe ich jetzt einmal nur punktuell aufgetragen. Das sieht jetzt auch noch nicht so sauber aus. Und jetzt nehmt ihr euch diesen, so einen weichen vorne. Mit dem könnt ihr das dann super verteilen. Kann richtig schön dunkel auf dem Lid sein. Und auch so drüber hinaus, wie ich das jetzt gerade mache. Und dann ruhig in die komplett der Lidfalte so ein bisschen in die Mitte rein. Aber nicht zu weit. Jetzt nehme ich mir nochmal den hellen Lidschatten, gehe nochmal so ein bisschen damit über meinen Augenbrauen lang, dass sich auch schön das Helle da abgrenzt und das Dunkle. Nehme ich jetzt hier mein tolles Puderdöschen, so ein Glitzer-Lidschatten. Und zwar gehe ich jetzt hier diese Linie grün lang. Dieser Seite genauso. Und unten drunter. Dann geht ihr nochmal mit einem hellen bei. Und der Lidschatten ist drauf. Malt euch ein bisschen die Augenbrauen nach und klebt euch jetzt die Special Effect Wimpern ans Auge ran. So macht ihr Wimpernkleber drauf. Diese Wimpern habe ich mir im Internet bestellt. Da müsst ihr mal schauen, da gibt es ganz viele verrückte verschiedene Sorten und ich finde, man kriegt davon gar nicht genug. Kleber auf den Wimpernkranz, einen kleinen Moment trocknen lassen und an den Wimpernkranz kleben. Und das auf beiden Seiten. Mit der Pinzette dann ruhig so ein bisschen festdrücken. Und auch ruhig mit den Fingern. So, jetzt habe ich beide Wimpern aufgeklebt. Ein Wow-Effekt kann ich dazu nur sagen. Jetzt würde ich nochmal in den dunklen Lidschatten gehen mit diesem weichen Pinsel. Und direkt nochmal aufs Lid so ein bisschen draufmalen, damit auch irgendwie der Übergang von den aufgeklebten Wimpern zu dem Lid schön verdeckt ist. Auf der anderen Seite genauso. Dann nehmt ihr euch nochmal den dunklen Kajal und geht nochmal so ein bisschen hier vorne rein. Dann würde ich mir nochmal das Grün nehmen aus diesem Glitzerdöschen oder einen grünen Lidschatten, je nachdem. Und das auch nochmal so ein bisschen hier grüner betonen.
Dann würde ich als nächstes weitermachen. Und zwar, da würde ich den Kajal nehmen, mir das Borussia Mönchengladbach-Zeichen angucken und es hier draufzeichnen. Mit einem Kajal einfach deswegen, weil man damit schön zeichnen kann und ja, der halt auch nicht so dick ist. Ne? Da kann man einfach besser mit zeichnen. Vorher am besten anspitzen, guckt euch das Zeichen so ein bisschen an und dann legt ihr einfach mal los. Jetzt gehe ich einmal mit dem weißen Lidschatten in diese freien, hellen Bereiche. Ja, und wenn ihr das dann fertig habt, würde ich empfehlen, einen grünen Lippenstift aufzutragen mit schwarzer Umrandung. Zwar nehme ich da Faschingsfarbe und trage mir die auf die Lippen auf. Ihr seht, ich mache sehr viel mit dem Kajal. Also man braucht sich nicht unbedingt 1000 Sachen dafür besorgen und kaufen. Man kann auch viel mit dem einfach machen, was man zu Hause hat. Und kreativ sein. Klein bisschen noch Rouge auftragen. Jetzt gehen wir direkt weiter zu den Haaren. Und zwar habe ich mir da überlegt, ich setze eine richtig coole Mütze auf. Und die Mütze ist einfach der Oberhammer. Hol meine Haare nach vorne. Jetzt könnt ihr die einfach so glatt raushängen lassen. Auf jeden Fall die Haare offen lassen und nach vorne holen, damit da einfach so ein bisschen was passiert. Da könnt ihr den Lockenstab dann auch so eindrehen, wie ich das jetzt mache. Noch nicht gleich anfassen, am besten so ein bisschen auskühlen lassen in dieser Position. Dann nehmt ihr die, die schon ausgekühlt ist, kämmt ihr einfach so ein bisschen durch und sprüht die ein bisschen mit Haarspray an. Und mit der anderen Seite dann genauso. Und schön hängen die da so ein bisschen verspielt rum und nicht einfach so glatt und irgendwo, wo sie gar nicht dann wissen, wo sie hin sollen. Und meine Nägel, die habe ich passend, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, während ich mich geschminkt habe, in einem Grün-Schwarz-Ton bemalt. Natürlich auch alles passend zum Make-up und natürlich passend zum Borussia Mönchengladbach-Zeichen. Eine coole Handytasche. Eine Borussia Mönchengladbach-Handytasche. Und hier könnt ihr dann wirklich das Handy reintun. Müsst es gar nicht in die Tasche stecken, sondern direkt am besten in der Hand behalten und gleich damit wedeln und auch nochmal mit als Anfeuerungsmittel benutzen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergisst bitte das Liken nicht und das Teilen. Ich liebe euch. Viel Spaß, eure Bunny.